Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nerdfallmedizin. Ich sitze heute hier im wunderschönen Leipzig mit Privatdozent Michael Bernhardt, einem der Atemwegs- und sowieso Notfallexperten in Deutschland. Und es freut mich total, dass wir uns unterhalten. Ich wollte mal gleich so direkt fragen, was sind denn so die Top-Geheimnisse der Atemwegssicherung in der Notaufnahme? Gibt es da so Geheimtipps vom Experten? Also, lieber Herr Fandler, vielen Dank für diese schöne Frage. Ich möchte die eigentlich mit drei Zahlen und drei Worten beantworten. Über 10, 84, 100. Okay. Apnoe, UX und Change. Das sind die wesentlichen Punkte, die aktuell eigentlich das Atemwegsmanagement in der Notfallmedizin, auch in der internationalen Fachpresse, eigentlich beschäftigen. Warum? Über 10%, das ist der Anteil des schwierigen Atemwegs, dem wir in der Notaufnahme begegnen. Hauptsächlich deswegen, weil auch aus der Präklinik in vielen Fällen der Notarzt bewusst schwierige Atemwegssituationen in die Notaufnahme verlegen. Das heißt, wir brauchen hier eine große Fachkompetenz. 84, weil das ungefähr die durchschnittliche First-Pass-Success in großen internationalen Studien ist. 84% ist ein Benchmark, den man in der Notaufnahme erreichen sollte. Also nur, dass ich das richtig verstehe. 10% sind wirklich schwierig und 84% wäre gut, wenn wir das beim allerersten Versuch schaffen. Genau, der First Pass Success, die Intubationserfolg im ersten Versuch. Ja. Und 100% ist natürlich der Zielwert, den wir versuchen sollten, im Rahmen der Präoxygenierung zu erreichen, durch unterschiedliche Techniken, unter anderem auch durch die NIF-gestützte Präoxygenierung. Wenn wir dann weiterschauen, was müssen wir weitermachen, ist natürlich die apnoeische Oxygenierung etwas, was ziemlich im Kommen ist. Okay. Zum Beispiel einfach durch eine Nasensonde, beidseitig zwei Nippel, die man eindreht, mit hohem Flash, 15 Liter pro Minute, bis man das dem Patienten, der dann schon nicht mehr spontan atmen ist, weiter zuführt. Dann natürlich die Videolaryngoskopie, die man heute eigentlich flächendeckend als First-Angriffsmittel verwenden sollte. Und letztendlich Change, das war das Letzte, was ich erwähnt hatte, das ist das Exchange-Management für den Laryngstubus. Wir haben, Sie sicherlich auch, zahlreiche Patienten, die uns mit dem Laryngstubus in situ begegnen, weil das das Erstangriffsmittel war im Rettungsdienst, weil es eine schwierige Intubation war oder weil man es im Rahmen der Reanimation als Ersttool, als Ersatz für die Maskenbeatmung genutzt hat. Okay. Und da muss man sich gut aufstellen, um diesen Wechsel dann auf die endotracheale Intubation im Schockraum, in der Notaufnahme gut hinzubekommen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen dazu. Diese Apnoe-Oxygenierung, das bedeutet, der Patient kriegt, wird vorher präoxygeniert mit Maske oder NIF oder, und bekommt aber während der Intubation, also während wir das Laryngoskop reinbringen, bekommt noch Sauerstoff über die Nasenbrille mit vollem Fluss. Okay. Also eine gute Präoxygenierung beim spontanatmenden Patienten ist essentiell. Oberkörperhochlagerung, NIF-Beatmung, wenn immer das geht und keine Kontraindikationen bestehen. Ja, ja. Und dann fortsetzen diese Oxygenierung in der Apnoe-Phase, deswegen apnoeische Oxygenierung, mit dem hohen Fluss über eine Nasensonde, also über zwei Nasensondenpüppel, fortgesetzt während des Intubationsmanövers. Und das soll die Toleranz unserer Maßnahme deutlich verlängern, sodass wir hier eine eintretende Desaturierung erst viel später erleben. Okay. Und gibt uns ein gewisses Sicherheitsintervall. Zumindest zeigen einige, auch internationale Studien, dass man das zukünftig häufiger einsetzen könnte. Das finde ich super, weil das kann man ja auch im Rettungsdienst, denke ich, relativ einfach machen. Sauerstoff hat man, Nasenbrille hat man, das müsste man halt einmal umstecken von der Maske zur Präoxygenierung. Ich denke, das ist gut praktikabel. Letzte Frage, Videolaryngoskopie. Da wird ja immer diskutiert, soll man das Videolaryngoskop jetzt als Erstangriffsmittel benutzen oder soll man es eigentlich konventionell lernen und probieren und das ist nur ein Backup. Was ist da Ihre Meinung dazu? Wenn man es hat im Rettungsdienst, muss man sagen, haben ja viele das noch immer nicht zur Verfügung. Also im Prähospital und auch tatsächlich innerklinisch im Schockraummanagement ist die Videolaryngoskopie im Kommen, wird von allen möglichen Gesellschaften deutlich stärker unterstützt und auch der Weg wird da ganz klar hingehen, dass wir zukünftig sowohl Prähospital als auch in der frühen innerklinischen Phase mit der Videolaryngoskopie die Patienten laryngoskopieren werden. Wenn ich meinen Freund Björn Hossfeld aus dem Bundeswehrkrankenhaus in Ulm hier aufführen darf. Können wir auch grüßen. Ja, genau. Also einer der wirklichen Experten in Deutschland für dieses Thema. Da muss man konstatieren, wir werden zukünftig alle Patienten im Erstangriff videolaryngoskopisch laryngoskopieren müssen. Nicht mit einem Deblade,
sondern mit einem Macintosh-like Blade, damit ich unter schwierigen Bedingungen, Lichteinfall, Ausfall der Technik und so weiter, die direkte Laryngoskopie immer noch einsetzen kann. Also ein Blade, also ein Spatel, der aussieht wie ein normaler Spatel, der auch so benutzbar ist. Ein ganz normaler Macintosh-Blade, okay. Also ein gerader Spatel, kein ganz gerader Spatel, kein Miller-Spatel, aber ein leicht gebogener, aber kein Difficult-Airway-Spatel im Sinne eines D-Blades zum Beispiel. So dass wir hier uns die Möglichkeiten offen halten. Das Team kann über einen externen Monitor viel besser nachvollziehen, was wir eigentlich machen, kann Hilfestellung, Bird-Manöver machen. Wir können auch über Bookie-Systeme dann entsprechend versuchen, das besser zu intubieren. Und das ist eigentlich so der Weg der Zukunft aktuell im Atemwegsmanagement, Prähospital und auch in der Notaufnahme. Jetzt bin ich perfekt versorgt. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Tipps. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, schreibt uns einfach, auch wenn ihr Fragen an den Experten habt, haben wir Möglichkeiten, das an ihn weiterzuleiten. Er ist immer sehr gut erreichbar. Damit verabschiede ich mich aus Leipzig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Dr. Bernhard, und noch einen schönen Tag. Teilen und liken. Ciao!